Mir geht's richtig gut heute, weil beides mit der bekloppten Scheiße endlich vorbei. Spaß beiseite. Vielen Dank fürs Rauskommen heute Abend. Danke, dass ihr uns so einen unvergesslichen Abend bereitet. So viele Leute einfach hier am Start im SO36. Ich fass es nicht. Und bevor ich das hier eh viel zu viel zu sagen und zu labern heute Abend, möchte ich trotzdem noch an alle Freunde von uns, an unsere befreundeten Bands rausschicken. Die besten Grüße und vielen Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid, hierher zu kommen. Vielen Dank, einfach mal richtig schönen Applaus an alle Jungs, die heute hier am Start waren. Großartig. Everybody!
So. Ich erinnere mich noch ganz genau an mein erstes Mal hier im SO36. Ich war ein kleiner Junge aus Ost-Berlin und ziemlich eingeschüchtert von der ganzen Materie Oranienstraße und auch von diesem Begriff SO36. Und irgendwie war es eine Agnostic Front Show und ich war ziemlich angetan, obwohl ich im Nachhinein ziemlich viele blaue Flecken zu verzeichnen hatte. Und ich verbinde eine Menge mit dem Laden. Ich war hier immer gerne bei Shows und ich bin einfach mal ziemlich beeindruckt davon, von der Tatsache, dass so viele Leute einfach hier rauskommen, um nur ein paar deutsche Bands zu sehen und ihre Berliner Band zu verabschieden. Dafür gibt es auch eine Schule auf die Ohren. Vielen Dank, Pascal, für den Hinweis. Die nächsten zwei Songs sind sehr, sehr alte Songs von uns. Also, die ganzen New Kids hauen jetzt ab, gehen raus, gehen kurz rauchen draußen. Der Rest kommt nach vorne. Und los geht's. Broken Mirror! I don't know.
Dankeschön. Ich habe es eigentlich immer kurz gemacht. In den paar Tagen, die wir jetzt gerade unterwegs waren, sehr zurückgehalten mit irgendwelchen längeren Ausführungen über Politik und Religion und so. Aber wir heute noch mal so kurz das Thema anschneiden, weil einmal darf man ja. Danke für diese Einstellung. Vielen Dank. Vielleicht sollte auch der Freistaat Bayern sich allmählich überlegen, ob er das Land nicht doch verlassen möchte. Es reicht der gewissen Politikern. Und wegen mir, ganz ehrlich, wer sich hier für, sagen wir genommen, 12 Euro, 13 Euro eine Eintrittskarte leisten kann, der ist auch überhaupt nicht angewiesen auf den Freistaat Bayern. Also, den ganzen Ausgleichsscheiß kann ich sich schenken. Lobby kannst du schon mal auf dem Landratsamt irgendwie verkünden. Berlin ist bald raus, nein. Ganz ehrlich, vielen Dank, dass ihr diese Einstellung in euer Herzen trägt und vielleicht auch alle so ein dickes Willkommenzeichen auf der Brust habt und sämtliche Leute, die so eine ähnliche Scheiße wie unsere Großeltern vor 60 Jahren mitgemacht haben, hier einladet. Die sollen hier bleiben dürfen, wir haben einfach Recht dazu. Kein Mensch ist illegal. Und wir haben einfach die verdammte Pflicht, schwächenden Leuten zu helfen. Das haben wir in dieser Szene gelernt. Und das sollten wir einfach an die ganze Gesellschaft weitergeben. Danke, Leute.
Deutschland. Sag mal, Kebel, hast du noch mal deine Schere da? Guck da nicht so hin, hilf mit. Hier. Ja. So. Also meine Freunde. Ich finde, das ist wesentlich kleinsamer und angenehmer jetzt um die Beine herum. Ansonsten. Ansonsten ist jetzt hier nach 11 Jahren endlich Schluss. Und wir möchten uns, wie gesagt, bei allen Leuten bedanken, die uns immer über all die Jahre unterstützt haben. Nicht nur euch danken wir, wir danken auch Freunden immer kräftig, der ganzen Veranstalterszene in Berlin, die uns unterstützt hat. Die Leute im Castle Freier, großen Applaus raus ans Castle Freier, geiler Laden, kommt doch mal. Hier wäre so geil aufgenommen. Trinity viel gemacht für uns. Landstreicher viel gemacht. Danke Axel für den Setup heute Abend. Und auch ein persönliches Dankeschön geht raus an richtig gute Freunde von mir. Einmal unseren Felix, der jetzt bei Detained am Bass spielt. Also ohne den würde es diese Band einfach nicht geben. Und auch ohne unseren Kollegen Rainer Hintner Merch. Immer gut gelaunt. Ihr habt wohl noch nie bei ihm gekauft, hä? Alles klar, danke Mann für die schöne Zeit. An alle Leute, mit denen wir immer unterwegs waren. Dave Bomb geht raus an alle Berliner Bands, die es noch gibt oder nicht mehr. Auch von meiner Art und Mouth. Make it count. Punishable Act. Und jetzt gibt's noch was Neues auf die Ohren. Das ist ein Song von Arthur and Tennis. We're so-
ganz schön so nah. Ja, ja. So! Ruhe! Ey! Damit soll irgendwie der Letzte im Saal kriegt und die Chance hat, irgendwie dem beizuwohnen, gebe ich jetzt noch kurz was bekannt. Morgen Abend finden wir uns ein zum Leichenschmaus in einem wunderschönen kleinen Berliner Club in der Wiener Straße. A Wild at Heart. Und wir möchten die ganze Sache mit euch mit Kaffee und Kuchen zusammen feiern und untermalen. Wir wollen uns nochmal verabschieden. Und wir laden jeden, der hier im Saal sich befindet, dazu recht herzlich ein. Also, morgen 17 Uhr, 5 Uhr nachmittags ist die große Einkehr geplant. Kommt einer vorbei, vielleicht kommt er rein. Gut. Zwei Stück haben wir noch heute Abend. Vielen Dank fürs Rauskommen. Danke, Leute. Das ist euer Zeit, voll euch auf!
Let's go!
Right here, right now.